herzlich willkommen auf unserem Kanal S-Team 53. Ja, ich fühle mich sehr geblendet, auch am Tage, obwohl die Sonne gar nicht so richtig da ist. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Und zwar ist es total kurios. Ich habe elektrische Außenspiegel, eigentlich, ja, an Susi. Ja, bis ich dann festgestellt habe, dass ich den Spiegel nämlich gar nicht, ja, so richtig einstellen kann. Also ging ja rucki zucki, ne? Das war nicht das Ding. Habe ich gedacht, okay, wird wohl irgendwas mit dem Kabel sein oder mit dem Schalter oder der Spiegel. Und wie sich jetzt rausgestellt hat, ja, erstmal hier, ja, der macht keine Klackgeräusche hier, ne? Den kann ich schön manuell einstellen. Und ja, wie sich dann rausgestellt hat, ihr seht hier, müsste eigentlich das Kabel rauskommen und das tut's nicht. Hier ist aber der Gegenanschluss, der war hier hinter versteckt. Ja, und hier jetzt die Schrauben gelöst, ne, die Kappe, die war auch schnell abmontiert. Da die beiden Pinöpsel. Und dann wollen wir mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Ne, also ich bin gespannt und mehr wie schief gehen kann es nicht. Ja, und ich frage mich, was bei der Produktion schiefgelaufen ist. Ja, also das wurmt mich jetzt ein bisschen. Also wir scheinen hier wirklich irgendwas Besonderes zu haben und wissen es noch nicht mal. Also noch nicht mal so komplett. Ich meine, dass unsere Susi was Besonderes ist, das wissen wir, aber so besonders. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Haut es doch mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, gleich kommt der Funktionstest, ob es funktioniert. So, ich würde sagen, wir zeigen euch auch gleichzeitig noch, wie wir das jetzt machen. Das ist eigentlich total easy. Ne? Also die Schrauben habe ich schon vorgelöst. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Wahrscheinlich elendig lange Schrauben hier. Die man bis sonst wo, ne, geht eigentlich. Schöne kleine Karosserieschrauben sind das. Also Metall, Blechschrauben, wie auch immer ihr das nennen mögt. Ja, kommt. Vor allem immer aufpassen, dass sie hier nicht absegeln, weil dann haben wir ein Problem. So, Mieze hält parallel netterweise gerade den Spiegel fest, was auch sehr gut ist. Na, den anderen werden wir einfach gleich ranbringen. So, ihr seht hier die Dichtmasse. Ja, das ist das Überbleibsel. Das ist aber nicht weiter schlimm. Na? Das ist ganz normal. Ja, dabei war der Spiegel jetzt schön sauber. Aber es hilft ja nichts, wenn wir jetzt den anderen ranmachen wollen. Von dem anderen hier das Dichtband. Ja, das Gegenstück hier. Na, damit wir hier so ein bisschen zumindest, ja, Halt haben, sag ich mal. Ich meine, bei Sommer wäre das natürlich jetzt noch ein bisschen besser. Aber gut. Und ihr seht, hier ist das Kabel. Und das müssen wir jetzt hier durch das Loch friemeln. Ja? Das müssen wir jetzt hier durch das Loch friemeln. Na? Und dann geht es weiter. Vor allem müssen wir aufpassen, dass wir das Dichtband hier nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Normalerweise hätten wir jetzt eigentlich auch noch sauber machen müssen. So, das Kabel ist schon mal soweit durch. Jetzt müssen wir auf das Dichtband hier achten. Wir werden das jetzt hier schon mal so weit verbinden. Passt nur in eine Richtung. Und dann könnt ihr das hier hinter wieder verstecken. Überhaupt kein Problem. Ja. Und dann fangen wir mal an und hoffen, dass wir auch gleich das richtige Loch treffen.
Wir werden jetzt nur erstmal vormontieren. Ich meine, klar, mit einer Knarre geht es jetzt schneller. Ne? Aber haben wir jetzt nicht gerade zur Hand. Ah, da sehen wir schon. Da brauchen wir ein bisschen mehr Kraft, aber es zieht sich jetzt langsam ran. Oh, eben noch richtig handmade, ne? Leute. Ja, bis wir zumindest erstmal so weit dran sind hier an der Karosse. Jetzt müssen wir hier am Kabel irgendwie vorbei. Besser ist natürlich, wir schieben das dahin. Dann haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Schön, dass Mitzi direkt mithilft. Dann geht es auch ein bisschen einfacher. So, jetzt können wir so richtig schön festmachen, die Schrauben. Aber ihr wisst ja, na fest kommt ab. So, aber mal gucken, ob Susi ihre Funktion wieder hat. Sprich, hier mit dem Spiegel jetzt. Ja. Und da sind wir mal gespannt. Ich mache jetzt erstmal die Tür ran. Natürlich muss ich mein Stöckchen wieder nehmen. Das ist besser. Und dann geht's gleich weiter. So, wir schalten jetzt die Zündung ein. Okay, das von gestern noch. Stellen hier um auf rechts und hier unten betätigen wir jetzt gleich den Schalter und werden gleich sehen, was passiert. Jo, nischt. Achso. Also ihr seht, er bewegt sich, aber sehr träge. Ja. Also im Großen und Ganzen ist es geglückt, aber er ist wirklich sehr, sehr träge, was das angeht. Besonders nach oben hin. Jetzt tut er was? Ja, das ist manchmal ein bisschen tricky. Aber es funktioniert. Also so viel können wir jetzt schon mal verraten. Also das haut hin. Ihr seht, die Spiegelstellung ist jetzt anders. Und ja, ich muss jetzt nur noch einen kleinen Ticken. Einen kleinen Ticken noch. Ja, das ist wirklich sehr, sehr tricky. Ich weiß nicht, ob der sich erstmal dran gewöhnen muss. Links, rechts funktioniert wunderbar. Mit rauf und runter hat er allerdings ein kleines Problem. So, jetzt. Jetzt ist er richtig. So, aus meiner Sicht jetzt. Kann dann immer noch mal ein bisschen links oder rechts ausrichten. Aber es funktioniert. Also Operation geglückt und jetzt hat Susi ihren elektrischen Außenspiegel wieder. Ne? Also ich weiß nicht, ob der vielleicht sogar schon vorher nicht dran war, weil es sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn das hier mal irgendwie getauscht wurde, die Tür oder so. Auch Unfälle oder so sind mir damit nicht bekannt. Kann tatsächlich werkseitig ein Fehler gewesen sein.
den wir jetzt eben ausgehübelt haben. Ja, und Susi muss sich eben darauf einstellen, dass sie jetzt plötzlich auf der Seite einen Spiegel hat. Und ich denke mal, das wird das Problem sein. Ja? Oder ja, ich meine, die Seite wurde ja scheinbar nie benutzt. Und ja, dann haben wir den Salat. Ne? Ich meine, bei fast gut 30 Jahren, also karosserietechnisch, ja. Und naja, und eben fast 25 Jahren Erstzulassungsdatum, ja, wusste das wohl keiner. Naja. Wieder was dazugelernt und wieder sind wir ein Stück weiter mit Susi. Ich bin froh, ich bin stolz, dass ich das so selber noch hingekriegt habe. Ich meine, gut, ist jetzt nichts Schweres, aber ich hatte eben Panik, ja, diese Kappe hier abzumachen. Weil wie gesagt, diese weißen Dinger hier, ja, die brechen gerne mal ab. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich und das passiert auch gerne mal hier bei den Türklipsen und so, ne? Also von der Türverkleidung. Und ja, ist immer sehr ärgerlich. Gut, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein, wie ich jetzt die Kappe da wieder dran mache. Müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. Dann könnt ihr euch ja denken, wie das funktioniert. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo etc. alles da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, wir konnten euch hiermit einigermaßen gut unterhalten. Ja. Und ansonsten bleibt uns wohlgesonnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.